Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen im zweiten Teil unserer Blockchain Web Series. Wir haben beim ersten Teil eine Einleitung gemacht, gemeinsam mit Andreas Freitag, dem Blockchain-Experten von Accenture, haben über Bitcoin gesprochen als erste Anwendung, ein paar Basics erklärt und heute geht es in die zweite Runde, das Thema Ethereum. Wie ist es dazu gekommen? Status Quo und die Ziele, die künftigen Pläne von Ethereum. Andreas, starten wir los. Genau. Beim ersten Teil haben wir uns sehr auf Bitcoin fokussiert, weil von da kommt die Technologie, quasi, ich nenne es immer Version 01 von der Blockchain. Und jetzt fokussieren wir uns auf Ethereum, weil meiner Meinung haben die Ethereum Foundation mit Vitalik ein paar sehr große Milestones gesetzt, die sehr wichtig sind, um das ganze Ökosystem Technologie zu verstehen. Und dadurch, dass es aber viele Teams gibt, die bessere Ethereum-Blockchain entwickeln wollen, spielt das auch sozusagen eine spannende Rolle, wo du die Positionierung von Ethereum heutzutage eigentlich siehst, was sind deren zukünftigen Pläne, weil das würde mich schon auch interessieren, wenn wir jetzt von EOS und Co. reden, die Milliarden eingesammelt haben über ICOs. Was bedeutet das für Ethereum? Ist das eine Technologie, die man auch als sozusagen abgeschrieben qualifizieren kann oder siehst du da die Zukunft? Also nein, also Ethereum stellt für mich in der Technologie, in der Community quasi die Baseline da. Das muss man quasi als wirklich einmal drüber springen als neuer Player. Und meiner Meinung nach ist das nicht mehr so leicht. Was die Ethereum Foundation rund um den Vitalik geschafft hat in den letzten Jahren, das muss auch einmal einer nachmachen. Und das kann man nicht nur mit Geld. Also nur weil jetzt einer x Milliarden zur Verfügung hat, heißt das nicht, dass er die bessere Technologie entwickeln kann. Weil er braucht auch noch die Leute, er braucht die Community dazu. Das heißt, das Ganze muss entwickelt werden. Und da bin ich immer sehr skeptisch, wenn jetzt immer White Papers sein oder Marketingankündigung, the next best thing und Ethereum ist tot. Da sage ich, ja, warten wir mal, dann sehen wir mal. Also passt. Ist möglich, aber unwahrscheinlich im Moment. Du machst eine kurze Wiederholung der letzten Stunde, sage ich jetzt einmal, und dann steigen wir in die heutige Materie. Ja, ein bisschen später, wo wir anhängen können, aber nur ein bisschen was zur Historie von Ethereum. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Das Ganze hat diesmal einen Namen, ein Gesicht, im Gegensatz zu Bitcoin, das ist ja der Satoshi Nakamoto, da weiß ja keiner, wer das ist oder wer das war, kann auch eine Gruppe sein. Und das Gesicht ist eindeutig der Vitalik Buterin. Der Vitalik ist ein Kanadier mit russischen Wurzeln und der hat 2011, war der sehr aktiv in der Bitcoin-Szene und hat auch das Bitcoin-Magazin gegründet, Bitcoin Magazine. Und der hat schon mehr in der Technologie gesehen, als nur Bitcoins überweisen, als Transaktionen. Ist aber da irgendwie in der Bitcoin-Community nicht weitergekommen. 2013 hat er das White Paper für Ethereum geschrieben und released. Er ist davon ausgegangen, dass er quasi dafür ausgelacht wird und nicht ernst genommen wird. Aber es ist ein sehr großes Interesse entstanden. Und er hat quasi den ersten ICO gemacht in der Geschichte, in diesem ganzen Crypto-Space. Nämlich im Juli 2014 hat man mit Bitcoins quasi Ether kaufen können, die es damals noch nicht gegeben hat. Und da hat er 18,5 Millionen Dollar ungefähr eingenommen. Das sind 60 Millionen Ether gewesen. Das ist Stückpreis zum Ether 30 Cent. Und das ist gar noch nicht so lange her. Das war im Juli 2014. Und mit diesem Geld, das hier eingenommen worden ist, ist quasi die erste Ethereum-Version programmiert worden und ins Netz gegangen. Und die Ethereum Foundation quasi mit Geld, mit Leben versorgt worden ist. Dann ist das Ganze online gegangen. Wir haben 2016 den DAO-Hack gehabt, die DAO, ist auch vielleicht bekannt. Da wurde quasi der erste Smart Contract, der eine Distributed Autonomous Organization abgebildet, ins Leben gerufen. Auch mit einem ICO, 150 Millionen Dollar. Und der wurde aber gehackt. Da gab es dann, ich glaube, 50 Millionen sind dann verschwunden, also sind dann von dem Vertrag abgezogen worden. Die Community hat entschieden, wir reparieren das. Das war quasi der erste Hardfork in Ethereum, große Diskussion. 2017 war irgendwie so das Jahr der ICOs. Das heißt, ohne Ethereum wird es diesen ganzen ICOs nicht geben, weil ohne Ethereum wird es das Smart Contract Konzept nicht geben. 2018 CryptoKitties, da hat man dann gesehen, wo die Limiter sind von der Technologie im Moment. Das heißt, eine Applikation, die ein bisschen eine Berühmtheit gehabt hat und einen Traffic erzeugt hat, hat das Netzwerk quasi schon ausgelastet. Lahmgelegt eigentlich. Lahmgelegt, ja. Und dieses Jahr und 2019, also dieses Jahr auf Proof of Stake, wo es weitergeht. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, wo man sich mal kurz die Fakten zu dem ganzen Thema anschaut, wenn ich darf. Und auch anschaut, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Video. Das ist jetzt die Wiederholung vom letzten Mal kurz. Genau. Die Wiederholung vom letzten Mal
wir sind stehen geblieben, so was sind die Shortcomings oder die Probleme von Bitcoin? Das ist alles rot. Skalierbarkeit, der Energieverbrauch, die Kosten, keine Smart Contracts, man kann das Ganze nicht steuern, das heißt Updates sind nicht möglich, weil 80% der Community quasi gleichzeitig updaten müssen. Die Geschwindigkeit, jeder Block dauert 10 Minuten und wir haben keine Privacy. Zum Nachschauen bei uns auf der Website bzw. auch auf Facebook das ganze Video. Genau. Und jetzt auf Basis von diesem Raster würde ich das gerne mal mit dem Status von Ethereum jetzt einmal durchgehen. Und erklärst du da auch den Grund, wieso Vitalik das überhaupt begonnen hat? Weil er wollte ja eigentlich eine Weiterentwicklung schaffen, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also er hat gesehen, was Bitcoin kann, ist Transaktionen zu tracken und zu machen. Aber es kann, Anführungszeichen, nicht viel mehr. Er hat mehr oder weniger so eine wirkliche virtuelle Maschine im Kopf gehabt, so einen Weltcomputer, der, man sagt, in der IT Turing complete ist. Das heißt, jede vorstellbare mathematische Funktion oder Geschäftsprozess ist abbildbar mit einer Programmiersprache. Das ist mit Bitcoin nicht gegangen, weil das nur so eine Stack-basierte Skriptsprache hat und man kann keine Schleifen einbauen etc. Das ist sehr schwierig. Und er hat so die Vision gehabt, naja, man kann ja viel mehr als Transaktionen mit dieser Blockchain. Man kann eigentlich jeden Geschäftsprozess auf eine Blockchain brechen. Das ist die große Vision. Ist auch bekannt unter EVM, Ethereum Virtual Machine. Das heißt, es soll wirklich ein Computer sein, ein Weltcomputer, wo man jegliche Art von Code abwickeln kann. Also das ist so die große Vision von Vitalik gewesen. Da wird es auch dann spannend für unterschiedliche Use Cases, die auf der Blockchain entstehen können. Genau. Hier wird es dann spannend, um entweder im öffentlichen Bereich Prozesse abzubilden, um wirkliche wirtschaftliche Vertragskonstrukte mit diesen Smart Contracts zu automatisieren und. Weil also alleine auf der Bitcoin-Blockchain sozusagen war das alles noch nicht möglich, nicht? Sehr, sehr schwierig. Es gibt bei Bitcoin auch Initiativen wie Plasma, die über das eigentliche Blockchain-Protokoll quasi einen Smart Contract Layer legen wollen. Das ist aber jetzt nicht in der Kerntechnologie drin verankert. Mhm. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Bis zu Ethereum hat es Blockchains genau für einen Zweck gegeben. Ja. Und Ethereum ist eine Blockchain, mit der man alles machen kann. Mhm. Also wie Schweizer Messer eher. Und nicht wie nur Eröffner. Mhm. Das macht komplett andere Möglichkeiten auf. Cool. Und er hat auch eben diese Einschränkungen gesehen, die Probleme verursachen. Und einer nach dem anderen versucht zu lösen mit der Ethereum Blockchain. Am Weg. Ein paar sind schon besser gelöst, andere sind noch auf der Roadmap. Gut, schauen wir uns das an. Schauen wir uns an. Skalierbarkeit ist ungefähr verdoppelt. Ja. So, das mache ich nicht. Das ist jetzt immer im Vergleich zu Bitcoin, ne? Ja, genau. Das sind ungefähr 6 Transaktionen pro Sekunde. Energieverbrauch, weil schon ein anderer, es wird auch im Moment Proof of Work verwendet. Was ich Mining hat. Notwendig. Mining notwendig. Sind wir ungefähr bei 25 Kilowattstunden, weil Ether kann man bis jetzt nur mit GPUs, also Grafikkarten, minen. Das hat den Hintergrund, man benötigt auch RAM, wo sie SX-Miner schwer tun. Es gibt aber schon Gerüchte, dass die ersten SX-Miner schon am Weg sind. Aber hier ist man noch niedriger, das kann auch noch steigen, darum auch noch rot. Kurzer Exkurs, weil ich gestern ein YouTube-Video gesehen habe. Kennst du die neue Flüssigkeit, die Ventilatoren im Computer abschafft? Du musst quasi in einen Computer diese Flüssigkeit eingießen, das kühlt den Computer, die neue zukünftige Kühlungsmöglichkeit vom Computer. Ist nicht quasi, wie heißt das jetzt, Terminus technicus fällt mir nicht ein, aber wenn du deine Hand reinsteckst, wirst nicht vom Strom erfasst sozusagen. Ist naja, nicht durch. Wir haben bei uns im Future Camp auch einen Computer, der im Aquarium versenkt ist. Ja, was habt ihr da drin und für wir Flüssigkeit? Haben medizinisches Weißöl, okay. Weil Öle nicht leitend sind. Genau, darum nicht kann man Öl, genau. Man könnte aber auch Sonnenblumenöl einführen. Kühlt das? Ja, natürlich. Ja. Okay. 5-mal besser als Luft. Okay. Hat viel bessere, liegt eben an den Teilen, hat eine bessere Wärmeübertragung als Luft und kühlt besser, Faktor 5 als Luft. Und damit kann man die Dinger auch mit einer höheren Taktrate, mit mehr Leistung betreiben, wenn die Wärme weggeht. Das können wir sich vielleicht, wenn wir im Future Camp mal eine Serie machen, anschauen. Cool. Sehr interessant. Ich sage immer, das ist das Aquarium für Nerds. Ich schicke dir den Link, was die für eine Flüssigkeit verwendet. Vielleicht können wir uns das anschauen und nächstes Mal kommentieren beim nächsten Livestream. Ja, aber de facto kann man jede Flüssigkeit verwenden, die nicht leitbar ist. Genau, das ist keine nicht leitbare Flüssigkeit und du kannst deinen Computer dann in Afrika bei 40 Grad rausstellen und es wird gekühlt. Naja, so hat man das erklärt. Du musst die Flüssigkeit ja irgendwo wieder kühlen.
Ja. Also man kann die Physik nicht. Schauen wir uns das YouTube-Video an. Ja. Nicht austricksen. Also die Flüssigkeit kommt raus und muss dann irgendwo gekühlt werden. Also die Wärme muss irgendwo wegtransportiert werden. Und wenn du draußen 40 Grad hast, dann ist die Temperatur maximal, was du abkühlen kannst, wieder 40 Grad. Und sie geht, das heißt, es ist Grad eigentlich zurück. Eine Effizienzsteigerung, aber schon das kann viel bewirken. Du brauchst dahinter wieder eine Klimaanlage, was die Flüssigkeit kühlt. Das bringt ja nichts, geht ja nicht. Okay. Also da bin ich immer sehr skeptisch. Da gibt es diverse Kickstarter-Kampagnen für Klimaanlagen etc., die wie aus Magie, ohne Energiebedarf, die Luft kühlen. Aber deswegen frage ich den Experten. Ich schicke dir das YouTube-Video und kommentiere mal das nächste Mal. Bitte. Kosten? Wir sind zwar, das ist ein Peak gewesen bei Bitcoin, ja, das ist jetzt nicht mehr 50 Dollar, das ist einstelliger Dollarbetrag für Transaktionen. Bei Ethereum, ich weiß jetzt nicht, aber irgendwo zwischen 20 und 50 Cent im Moment. Aber das ist halt auch sehr volatil, also es kann rauf und runter gehen, darum auch noch rot. Mhm. Was wirklich jetzt schon erledigt ist, ist quasi das Konzept dieser Smart Contracts. Das ist quasi Software, die ich kompilieren kann und auf die Blockchain legen kann und die wird dort dann ausgeführt. Nicht mehr oder weniger. Smart Contracts ist auch ein blöder Name, weil das ist weder smart es ist nicht smart, das Contract ist einfach ein Stück Software, ein Code, ein Script, ne? Ja. Genau. Aber und dieser Code kann gewisse Vereinbarungen regeln, weil Dinge einfach vordefiniert sind, wenn das so eintritt, genau. Was die Konsequenz davon genau. Ist. Nicht? Es wird auch verwendet, wenn man jetzt ein ICO macht, macht man mehr oder weniger ein Smart Contract. Man sagt, wenn ein Ether eingezahlt wird auf diesen Contract oder auf diese Adresse, dann bitte stelle einen Token XY auf die einzahlende Adresse aus. Ja. Aber es ist nicht ein juristischer Vertrag mit 100 Nein. Klauseln, die Nein. dann statt in der deutschen Sprache in einer Codiersprache Nein. verfasst sind. Ja. Das wäre, ich glaube, eine eigene Videoserie, was man machen kann. Ich gehe davon aus, es wird Smart Contracts geben, ja. Es wird aber nach wie vor normale Verträge dazugeben. Der Smart Contract wird so diesen Happy Path abdecken. Wenn alles so läuft wie vereinbart, dann läuft es so ab. Ja. Aber man hat ja in Verträgen oft Graubereiche, die man jetzt nicht auscoden kann, beziehungsweise so viele Möglichkeiten, die man in einen Code gar nicht reinbringt. Man hat dann irgendwo Entscheidungspunkte, wo ein Gericht entscheiden muss, etc. Und ein Smart Contract, jetzt noch bei Ethereum, der besteht ja nur aus ein paar Zeilen. Also der besteht ja nicht aus Millionen von Codezeilen, das geht gar nicht, weil das wäre zu groß, zu teuer, etc. Das heißt, ein Smart Contract sind maximal ein paar Dutzend Zeilen, die momentan auf Ethereum sind. Die Basic-Prozesse definieren einfach. Wenn das, dann das. Weil jeder Prozessschritt, den man hier abwickeln lässt von Ethereum, kostet Geld. Ja. Muss man quasi das Netzwerk bezahlen, dass der abgewickelt wird. Und hier muss man einfach so schmal wie möglich bleiben bei den Verträgen. Weil sonst hättest du da auf der Kostenseite wahrscheinlich das Zehnfache, wenn das komplett. Ja, es gibt Projekte, die wegen dem jetzt wieder vom Netz gegangen sind, wie Etherisk. Da ist in Österreich auch dabei, das ist eine Versicherung auf Blockchain-Basis, die waren, glaube ich, am Ethereum-Netzwerk, da haben wir Flugversicherungen abschließen können, die haben das ganze Legal Framework alles in den Griff gekriegt, aber haben es jetzt offline genommen, ich vermute mal, weil die Transaktionskosten so hoch waren. Das war ein gutes Team an sich, ja? Ja, ist noch immer, sind noch immer aktiv. Share and Charge, das war quasi eine dezentrale Charging-Plattform für E-Mobility, auch sehr gutes Konzept, aber auch gestartet wieder auf der Public Blockchain, haben sie auch wieder vom Netz genommen, weil die Transaktionskosten einfach zu teuer geworden sind. Ja. Und in dem Fall macht man dann eine Private Blockchain oder eine Abzweigung oder was ist da die Lösung dann? Man kann natürlich, dann greifen wir zur dritten Serie vor, eine Private Blockchain nur für diesen Zweck aufsetzen. Das hat natürlich massive Vorteile. Man kann diese aber auch, man nennt es ankern, auch in der Public Blockchain verankern, damit man die Sicherheit der Public Blockchain hat, aber natürlich die Möglichkeit einer Permissioned Private Blockchain mit Skalierbarkeit, Kosten etc. Also es gibt architektonisch verschiedene Konzepte, wie ich diese zwei Welten verheiraten kann und die Vorteile nutzen kann. Darüber in der dritten Serie. Cool. Steuerung ist für mich so ein halb grünes, halb rotes Punkt. Es ist zum Beispiel so ein Ding eingebaut worden wie Ice Age. Das heißt, wenn die Miner nicht nach einer gewissen Zeit ein neues Update einspielen, dann frieren sie ein, sodass sie können keine neuen Blöcke mehr minen. So sind die Stakeholder gezwungen, auf eine neue Software abzudaten, wenn sie im Netzwerk weiter aktiv sein wollen. Wie war das noch einmal bei Bitcoin? Gar nichts. Gar nichts. Also hier ist rein eine Deadlock-Situation. Deadlock. Also hier muss man einfach, wenn sagen, 80% updaten, ja, dann ist das Hauptnetzwerk. Kann aber auch passieren, dass bei einem Streit vier neue Netzwerke, also 25% gegen den Weg entstehen. Ja? Also Deadlock. Kann hier aber genauso passieren, ist auch beim DAO passiert. Das heißt, manche haben gesagt, na, der DAO-Hack, Code is Law,
ist legal, das heißt, wir gehen so weiter. Das ist jetzt Ethereum Classic. Das heißt, da hat sich auch das Netzwerk abgespalten zu dem Ethereum Classic Pfad und Ethereum. Darum für mich ist das so grün-rote Situation, wird sich auch nicht ändern. Das ist sehr interessant, spieltheoretisch, was da rauskommen wird. Und das gehört aber auch noch gelöst? Müsste da auch ein grünes Hackerl sein? Oder? Kommen wir dann zu den Goals. Okay, gut. Speed, ich glaube, wir sind jetzt bei 10 bis 15 Sekunden. Mhm. Hops, das wollte ich grün machen, ist für mich schon sehr okay. Ja? Das heißt, 10 bis 15 Sekunden Blockzeit, bis eine Transaktion verarbeitet ist, ist schon super, weil da brauche ich nicht mehr die 10 Minuten warten und kann eigentlich alles realisieren, was ich brauche. Mhm. Privacy ist so No bis Yes, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob schon ZK-SNARKs-Transaktionen möglich sind. ZK-SNARKs ist ein kryptografisches Verfahren, wo man Privacy herstellen kann. Ist aber natürlich rechenintensiver, verursacht wieder mehr Last am Netz etc. Mit dem beschäftigt sich die Ethereum Foundation intensiv. Also das ist so ein bisschen auf der Roadmap, dass man das Privacy lösen kann. Lösen kann bedeutet, dass man die Privacy gewährleisten kann. Genau, wenn ich dann eine Transaktion zu dir mache, sehen das die anderen nicht. Ja? Aber ist sie können trotzdem validieren. Aus deiner Sicht? Sagt man ja nicht sozusagen, dass genau diese Transparenz auf der Blockchain dazu führen könnte, dass man, was auch immer, auch illegale sozusagen Transaktionen weniger betreiben würde, weil man immer die Gefahr läuft, dass man gesehen wird. Das kommt darauf an, was man machen will. Ja? Das ist komplett wertfrei. Man kann es transparent gestalten, Smart Contracts und Transaktionen. Man kann es nicht transparent gestalten, ja? Weil es irgendwelche Gründe gibt. Ja? Man kann zum Beispiel eine Public Blockchain jetzt nicht für Handelsverträge verwenden oder für irgendwelche Trades, weil ich nicht will, dass es andere sehen. Okay. ZK-SNARKs geben dann die Möglichkeit, Encryption und das Ganze eher zu verstecken. Jetzt aber die Möglichkeit nicht. Ja. Ich würde das komplett wertfrei. Natürlich kann man was Böses tun mit dem. Das könnte man aber jetzt schon, weil Zcash und Monero bauen auf dem auf. Ja. Die sind zum Beispiel nicht transparent. Gut. Das ist Status Quo jetzt in der Spalte. Und jetzt geht es um die Ziele. Was kommt da? Genau, was kommt auf uns zu? Was sind die Ziele von der Ethereum Foundation oder auch von Vitalik? In kurzer Linie. Von der Skalierung sind auf der Roadmap, ich sage mal 2018, 2019, wird es ein Proof of Stake geben. Das ist ein anderer Konsensmechanismus. Das heißt, momentan ist so, ich tue was, beweise was und werde dafür bezahlt. Proof of Stake ist, ich muss einmal einen Stake, quasi Geld, in einen Contract legen, damit ich Transaktionen validieren kann. Und wenn ich diese Transaktionen validiere, bekomme ich dann einen gewissen Reward dafür. Ich brauche nicht mehr diesen Hashcode finden, also Proof of Work, sondern das ist ein anderer Mechanismus. Genau, dieser Mining-Prozess wird durch Proof of Stake ersetzt. Die Theorie dahinter ist, ich lege eigentlich sehr viel rein, ja, in diesen Vertrag. Und wenn ich absichtlich oder unabsichtlich einen Blödsinn mache, gegen das Protokoll verstößt, dann werde ich bestraft, weil ich verliere diesen Stake. Also der wird verbrannt. Ja? Aha. Das heißt, ich verliere wirklich Geld. Okay. Die spieltheoretische Annahme ist, dass die Leute sich korrekt verhalten, weil sie kein Geld verlieren wollen. Und es sind momentan, glaube ich, zwei Varianten von Proof of Stake in Diskussion. So, ich darf einen Block vorschlagen, alle, die dabei sind, stimmen ab und je nach Abstimmung wird dieser Block dann validiert und ist gültig. So kann man sich das vorstellen. Aber heißt das dann, dass die Blockchain dadurch nicht mehr nicht veränderbar ist? Weil wir haben letztens bei Mining gesagt, und das ist das, was dich fasziniert hat von Anfang an, ist diese Unverfälschbarkeit. Ist das im Proof of Stake auch noch so gegeben? Das Schöne hier ist, es ist ein genial einfaches Konzept, Proof of Work. Das ist natürlich viel komplexer. Okay. Weil die Miner bekommen natürlich Private Keys, mit denen sie signieren müssen, etc. Die Theorie ist, dass von der Sicherheit gleich sicher ist. Okay. Die Theorie ist, dass es auch dezentral bleibt und das nicht in ein paar Händen weniger bekommt, die ganze Macht, nur das wissen wir nicht. Also das ist auch ein großes Fragezeichen und ein großes Experiment am Lebenden. Okay. Ich finde es cool, dass gemacht wird für Ethereum. Ich hoffe, die Ethereum Foundation zieht es durch, weil es sind Milliarden natürlich auf Risiko. Wenn das in die Hose geht, verliert man das Vertrauen in Ether. Was in den News passiert, weiß dann jeder, was mit dem Kurs passiert. Das heißt, es gehört schon was dazu, das bei Ethereum als zweitwichtigste Public Chain, die auch Marktkapitalisierung, das durchzuziehen. Das ist
leichter, wenn ich eine neue Cryptocurrency gründe, ja, sage ich, okay, probiere mal, wenn es ein Tosengeld interessiert kann. Hier ist schon sehr viel on stake. Ja. Mhm. Sehr interessant. Und das Zweite, und das löst mir schon einmal die Skalierung, also hier geht es dann schon mal rauf. Keine Ahnung. Und zwar deutlich. Sagen wir mal 100, ja. Keine Ahnung, ich habe mir nicht ungefähr. Aber noch immer nicht, noch keine exponentiellen Größenordnungen. Das Zweite, was überlegt wird, ist Sharding. Weil momentan muss ja jeder Node alles machen. Und das ist ja quasi der Bottleneck. Ja? Weil jeder Node ist dann zum Beispiel ausgelegt von der Serverstärke, kann nur 100 Transaktionen machen. Die Netzwerke zwischen den Nodes brauchen auch Zeit, die Latency etc. das limitiert. Mit Sharding sagt man, man teilt die Blockchain auf, die ist aber dann noch immer kryptografisch verschränkt mit den anderen. Und dann kann man quasi die ganzen Transaktionen parallelisieren. Und hier habe ich einen Riesenhebel, ja? Weil theoretisch kann ich dann unendlich skalieren. Mhm. Aber Sharding ist noch auf keiner Roadmap und auch der Vitalik wird kein Ja sagen. Ja? Proof of Stake 2018, 2019, sehr wahrscheinlich, ob es 2018 noch kommt, schauen wir mal. Aber Sharding ist quasi der Next Step. Aber ohne Proof of Stake wird es auch kein Sharding geben. Das ist der erste Schritt. Das ist der definitive Zwischenschritt quasi, falls es... Das ist der erste Schritt, den man machen muss. Wenn man das macht, hat man auch Energie. Bei Proof of Stake hat man auch kein Energieproblem mehr. Weil man das sinkt meine. Dann ins Irrelevante quasi. Ja, jeder betreibt halt einen Server und muss halt seine kryptografischen Prozesse drüber laufen, aber irrelevant gegen das jetzige. Kosten natürlich, Fragezeichen, sollten hier schon runtergehen, wenn ich 100 Transaktionen habe, aber wenn sie die Last vertausendfach, geht trotzdem rauf. Ja? Mhm. Mit Sharding sollte runtergehen. Das heißt, das würde auch die Kosten massiv runtertreiben und sehr viele Use Cases ermöglichen. Da haben wir schon Hackerl gehabt. Ja? Steuerung wird weiter so grün-rot bleiben. Okay. Weiß man nicht, wie das rauskommt, ja? Wie der Weg geht, ob sich die Community einigt etc. Ob hier vielleicht beim Proof of Stake ein paar wenige die Macht haben und das dann auch auf der Governance ein Problem wird etc. Wir wissen es nicht. Speed, don't know, ob man unter die 10-15 Sekunden kommt. Rein theoretisch, wenn ich die Permission Chains nehme, die schon ähnlich funktionieren, sollte irgendwo bei 2 Sekunden bei Sharding kommen, ja? Bei Proof of Stake nicht. Ja, und Privacy ist das Gleiche. Ja? Also so grün-rot. Grün-rot. So halber, okay. Wie man es einsetzen will. Ja. Das heißt, insbesondere wird das Thema Skalierung in einen zweiten Schritt und Energieverbrauch gelöst. Die drei Kosten Blöcke, ja. Ja. Weil die zwei gehen natürlich immer auf die zurück. Also im Endeffekt sind es die Kosten, weil wenn das durch die Skalierbarkeit, durch den Deckel knappes Gut wird und sehr viel wollen, dann müssen wir mehr dafür bezahlen. Hier könnten dann aber aufgrund dessen auch die Smart Contracts komplexer werden. Genau, weil ich sie, weil ich muss ja jede Zeile bezahlen. Wenn ich aber die Skalierbarkeit quasi Anführungszeichen und so ähnliche treiben kann, wird die Bezahlung quasi nur wirklich vom Server, der die Infrastruktur ist und ein Bruchteil sein, was jetzt ist. Ja. Mhm. Wann ist das realistisch? Jeder, der eine Ahnung davon hat, wird da kein Roadmap geben und ich kann jedem empfehlen, vom Vitalik die Blogspots und Interviews zu lesen. 2018, 2019 ist für Proof of Stake realistisch und für Sharding 2 Jahre oder 5 Jahre oder 10, weil das sind alles Neuentwicklungen, man weiß nicht, wie lange man braucht. Auch bei Ethereum sehr zum Empfehlen, es gibt alle 14 Tage den Core Dev Call auf YouTube, der wird live übertragen, da zwischen 1 und 2 Stunden. Ist eigentlich ziemlich fad, weil es sehr viele Tech-Diskussionen sind. Ab und zu gibt es ein paar emotionale Grundlagendiskussionen, aber das Ganze ist ziemlich offen. Also man kann das eigentlich sehr transparent verfolgen, wie der Status ist und wo es hingeht. Diese Dinge, wo es hingeht, welche Verfahren verwendet werden, werden öffentlich in der Community diskutiert, im Core-Dev-Kreis und auch mehr oder weniger abgestimmt. Ja. Aber momentan ist halt nur immer so, der Vitalik ist schon das Gesicht und der hat so quasi wirklich, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen und unterschiedliche Meinungen haben, so die letzte Entscheidung. Ja. Was passiert mit Ethereum, wenn es ihm nicht mehr taugt? Wenn es ihm nicht mehr taugt? Wenn er sagt, genug. Ich gehe auf Hawaii und genieße mein Leben am Strand. Oder das wird er nicht machen, aber er ist einfach mal weg, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Natürlich lieber die positiven Szenarien. Ja. Natürlich hängt es sehr auf ihm, ja, quasi als Frontman, aber das Ding wird es weitergeben. Ja. Wie es sich dann entwickelt, ob sie die Community wegläuft oder ob Nachfolger streiten, brennt, weiß ich nicht. Aber das ganze Ding ist schon so groß von der Community, dass das weiterleben wird.
Nur als Beispiel, bei der ersten Entwicklerkonferenz, DEFCON 0, das war ein Klassenzimmer irgendwo in Berlin, ja, mit 10, 15 Leuten. Jetzt haben wir im Oktober, ich glaube, DEFCON 4 in Prag soll sie stattfinden. Also da weiß man nicht, wie man die Leute unterkriegt. Auf der DEFCON 3, die war in Mexiko, waren über 2000 Leute, sind extra nach Mexiko geflogen. Ja. Und jetzt, also das Ganze explodiert von der Community. Mhm. Und weil du gesagt hast, the next big thing, also es ist echt schwierig, quasi die Erfahrung und die Entwicklungszeit von Ethereum aufzuholen und sagen, jetzt habe ich 5 Entwickler und habe the next big thing. Naja, aber Beispiel Artis aus Österreich. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Sie sagen, man kann ja dieses Code nehmen von Ethereum und auf der Basis weiterentwickeln. Und dieses Code, die Aktualisierung dessen wird ja immer mitgenommen. Was ja? die machen, das hat auch Grid Singularity gemacht, sie nehmen Ethereum und machen quasi eine Permissioned Public Blockchain. Also da können wir gerne beim nächsten Mal drüber diskutieren, wo die ungefähr sind. Und de facto nennen wir die Codebase, konfigurieren sie so, dass sie für sie passt. Also das sind nur Netzwerk-Configs, ersetzen den Konsensusmechanismus. Parity hat zum Beispiel so ein Derivat für Ethereum-Board. Aber die, wenn man das verwendet, ist man abhängig auch von der Ethereum-Codebase, wie sie die weiterentwickelt. Genau. Weil das ist wie wenn du sagst, ich nehme den Linux-Kernel und mache ein neues Linux. Ja, da hast du, weiß ich nicht, Ubuntu Linux, Mint, Kali Linux für die Hacker etc. Aber es passiert eigentlich alles am selben Kernel, der entwickelt wird. Und so ähnlich kann man sich ja auch vorstellen. Also man nimmt die Software, installiert es für sich, dreht dann ein paar Schrauben, Anführungszeichen, und verwendet es weiter. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, wir nehmen Ethereum so wie es ist und machen und lösen die Probleme, die sie hat, einfach besser als das Ethereum-Team das machen kann. Man kann es versuchen. Okay. Es passiert auch ab. Sehr viele der neuen Cryptocurrencies entstehen ja quasi auf der Codebase von Ethereum oder Bitcoin. Die nehmen es einfach und ändern zum Beispiel die Größenbeschränkungen bei den Blocks. Oder nehmen einen anderen Konsensmechanismus und packen ihn on top. Ja. Aber das Problem ist, dann hat man eine Community von einer Handvoll Entwickler und Ethereum ist groß und will die großen Probleme lösen. Also da ist viel mehr Power dahinter. Mit Community meinst du insbesondere die Entwickler? Die CoreDev-Community, also die Core-Developer, dann das ganze Ökosystem, das sie gebildet hat. Ja. Allein Konsensus sind jetzt, glaube ich, schon 600 Leute, die fokussieren sich fast nur auf Ethereum, Ethereum-Developer und. Mhm. Also das einzuholen, da bin ich skeptisch und das kann man nicht nur mit Geld erschlagen. Ja. EOS hat jetzt mehrere Milliarden Euro eingesammelt. Kann man mit dieser Finanzkraft das aufholen? Also wenn man die EOS-Geschichte bis jetzt anschaut und ins Netz gegangen, wieder nicht, wer hat welche Not, ist das dann vom Start schon ein ziemliches Chaos. Ja. Ich glaube nicht. Okay. Und man muss, ich habe mal EOS ehrlich gesagt nicht verfolgt, man müsste da schauen, wer hat das Geld jetzt? Ist das in einer Foundation oder hat das wer anderer? Wie wird das ausgegeben? Also ich glaube nicht, dass man jetzt, weil hier ist ja sehr viel Überzeugung reingeflossen und die Leute, die hier mitentwickelt haben, waren 2014 beim ICO auch dabei. Das heißt, für die ist Geld ja ein Hygienefaktor, der erledigt ist. Also verstehe. Alle diese Core-Devs, die seit 2014 dabei sind, die machen es nicht für Geld. Ja. De facto um Geld keine Sorgen mehr machen. Das heißt, die machen es wirklich aus Überzeugung. Und darum habe ich auch die Hoffnung, dass es hier weitergeht, dass sie auch das Risiko nehmen. Und das kann einer, der überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, kann EOS nicht kaufen. Ja. Die können auch das Risiko nehmen, zumindest insofern, als Vitalik ja immer selber sagt, ihm geht es nicht um den Wert des Tokens und ums Trading, sondern um diese Technologie weiterzuentwickeln. Genau. Er hat es nie versprochen, dass man mit Ethereum-Tokens sozusagen super reich sein wird, sondern er entwickelt eine grundlegende Technologie für diese Welt, nicht? Er entwickelt eine Infrastruktur, die man nutzen kann für auch anderes, außer für Transaktionen. Mhm. Und das ist für mich sehr faszinierend. Ja. Und das war auch der Grund, also ich habe mich dann sehr schnell, wie ich auf das Blockchain-Thema kam, mit Ethereum beschäftigt. Also es war faszinierend, was die Typen eigentlich vorhaben. Ja. Wenn man das einmal ein bisschen behirnt, ist das schon eine sehr coole Sache. Cool. Und sie sind immer am weitesten. Also keiner, ein White Paper zu schreiben, eine Website zu machen, geht schnell, aber sagen, was hast du wirklich online, zeig her, ist komplett ein anderes Blatt Papier. Mhm. Aber auch die ICOs, die auf Ethereum Blockchain basiert sind, du sagst das ja selber, da gibt es ja schon die Punkte, quasi die Problemfelder, die angesprochen worden sind,
das Thema die Blockchain lahmlegen durch zu viele Transaktionen gibt es noch immer. Mir sagt zum Beispiel Heroes, das erste ICO nach dem österreichischen Recht in Österreich, dass sie, zumindest haben sie mir das vor einem halben Jahr circa gesagt, dass sie es nicht wissen, wenn sie wirklich sozusagen mit den Token live gehen, wenn da zu viel Ansturm kommt, kann es dazu führen, dass die Ethereum-Blockchain lahmgelegt wird. Na, sie können sich Transaktionen kaufen, indem sie mehr Transaktionskosten auf die Transaktion legen, okay, mehr bezahlen. Es gibt einfach nur, wenn das ein Glas ist, ja, dann geht an einem gewissen Zeitpunkt nur, weiß nicht, 500 Milliliter rein. Und wenn du 5 Liter reinschütten willst, geht dir das nicht aus. Und hier ist halt so, der am meisten zahlt, der wird eingefüllt, ja? Der wird verarbeitet. Und wenn man jetzt, und da kenne ich jetzt die Hintergründe nicht, wenn man jetzt geht darum, Token auszugeben, quasi seinen Backer, also seinen Investoren zu geben, dann würde ich natürlich schauen, dass ich irgendwann ein Fenster erwische, wo nicht sehr viel Last am Netz ist, wo die Transaktionskosten niedrig sind und ich das dann rausschießen kann, wenn ich nicht zeitkritisch bin. Nur wenn ich dann wirklich eine Applikation am Laufen habe, muss die laufen. Und das ist mein Problem, dass ich mir dann quasi die Ressource teuer erkaufen muss, weil es viele andere haben wollen. Ne? Aber insofern gehört also das gelöst, damit das kein Thema sein wird. Ne? Veranstaltung ist voll, es kommt keiner mehr rein. Ja? Du kannst jetzt nur mal mehr zahlen, dass wir einen rausschmeißen. Aber es ist nicht lahmgelegt. Also wegen dem lahmgelegt und technisch gesprochen. Es hast recht. Es hat auch Denial-of-Service-Attacken gegeben, wo keiner gewusst hat, wer das macht. Die haben Millionen gekostet am Tag, glaube ich. Und einfach Transaktionen reingeballert, dass keine anderen mehr reingekommen sind mit hohen Transaction Fees. Und da ist keiner gewusst, was ist die Motivation dazu, quasi dieses Ethereum-Netzwerk so zu überladen, dass kein anderer mehr reinkommt. Also, weil das kostet ja einen Haufen Kohle, also wenn man solche Denial-of-Service-Attacken fährt. Und das Netz einfach zumüllt, kann man machen, aber kostet, ja. Mhm. Gut, du hast noch eine Folie, glaube ich. Nein? Nein? Haben wir für heute schon alles erzählt? Wir haben für heute für alles erzählt. Ja, super. Blockchain Web Series Teil 2. Ethereum, wir haben jetzt heute nicht geschaut, ob wir irgendwelche Fragen noch haben im Chat. Falls ja, dann können wir sie mitnehmen und nächstes Mal beantworten. Mhm. Ein paar Fragen sind aufgetaucht im Gesprächsverlauf. Die nehmen wir auch für nächstes Mal mit. Teil 3 wird es in 2-3 Wochen geben und es wird über die Permission-Based Blockchains gehen. Andreas schreibt es schon auf, das ist sehr, sehr gut, weil ich glaube, dann versteht man auch diese Weiterentwicklung und auch viele neue Blockchains sozusagen, die medial auch zunehmende Präsenz haben. Was heißt das im Unterschied? Vielleicht wirst du auch sozusagen ein bisschen einen Vergleich zeigen, was kann die eine, was kann die andere und natürlich immer der Vergleich auch zu Ethereum. Was heißt das für Ethereum? Weil es wird ja sozusagen viel sozusagen auch gemunkelt und ist aber auch viel gefährliches Halbwissen draußen, das sehr schnell kommuniziert wird und das werden wir versuchen zurechtzulegen. Genau, mit den drei Bausteinen Bitcoin, Ethereum und die ganzen Permission-Blockchains kann man dann auch aufbauen und über Architekturen reden. Sagen, wie kann man Geschäftsprozesse wirklich modellieren, wie kann man Ideen abbilden, wie kriegt man das hin und dann kann man sich auch viel besser orientieren, als wenn ich sage, ja, das läuft jetzt auf der Blockchain, weil die Blockchain, wie wir ganz am Anfang gehabt haben, die gibt es eben nicht. Es gibt ein weites Feld, das man in Grundzügen verstehen muss und dann kann man eben über Architekturen, über Geschäftsmodelle etc. viel besser diskutieren als ohne dem Wissen. Super. Andreas, vielen Dank für dieses Livestream bei 40 Grad in Wien, super Wetter draußen, insofern haben wir ein bisschen mitgeschwitzt. 33 hat es geschrieben. Ich hab sozusagen die Temperaturwerte in der Sonne oder dort sind sie vielleicht 50. Ja, es ist die Sonne. Ja. Ist es Sonne. Da? Ich hoffe, es waren gute Informationen wieder dabei. Stay tuned. Nächstes Mal Permission-Based Blockchain und dann haben wir noch einen 4., 5., 6., 7. Teil und es werden noch weitere Teile dazu kommen, weil es tut sich natürlich in dem Bereich sehr viel. Es kommen neue Sachen dazu. Du schaust dir immer auch die Development Calls an und wirst auch immer wieder die Neuigkeiten einbringen können, soweit ihr das deine Zeit zulässt. Genau. Andreas, vielen Dank. Danke Fragen, euch. Fragen, Fragen, weil dann können wir viel besser auf eure Wünsche eingehen. Ciao. Danke, ciao.